Gestern Abend ist der Stream zu Tiny Houses zu Ende gegangen, den ich in diesem Video zusammenfassen möchte. Wenn ihr das Pack installiert habt, findet ihr schon mal in der Weltenübersicht einen neuen Hinweis auf die Mini-Häuser, ähnlich wie auch schon in Gaumenfreuden mit den Restaurants. Wenn ihr auf ein Wohngrundstück und dort in den Baumodus wechselt, seht ihr in der Grundstücksinfo einige neue Informationen für die Mini-Häuser. Hier könnt ihr ebenfalls das normale Wohngrundstück in ein solches verwandeln. Es gibt drei Stufen der kleineren Häuser. Das Small Home mit 100 Feldern, das Tiny Home mit 64 Feldern und das Micro Home mit 32 Feldern. Umso kleiner das Haus, desto mehr Vorteile kann man nutzen, die man ebenfalls im Baumodus einsehen kann. Bei 100 Feldern sind die Rechnungen niedriger und die glücklich, inspiriert und konzentriert Emotion doppelt so lang. Bei 64 Feldern können die Sims zusätzlich noch besser ihre Fähigkeiten verbessern und der Komfort ist doppelt so hoch. 32 Felder bringen neben den gerade erwähnten Verbesserungen noch eine doppelte Pflanzenwachsgeschwindigkeit und schneller steigende Freundschaftslevel mit sich. Oben im blauen Balken wird immer ganz genau angezeigt, wie viele Felder ihr aktuell belegt habt. Bodenbelege außerhalb des Hauses, Objekte, Pools oder die Oberfläche des Bodens zählen nicht zu dieser Zahl dazu. An neuen Objekten für den Baumodus stehen insgesamt diese 35 neuen Objekte bereit, von denen drei allerdings nur Lampen in unterschiedlichen Höhen und zwei Versionen des Stockbettes mit jeweils einem oder keinem angeschlossenen Sofa sind. Ansonsten gefällt mir die Möbelauswahl ganz gut. Viele Objekte gibt es in bunten Farben wie Türkis, Orange und Gelb, die sich hier wie ein roter Faden durch den Katalog ziehen. Aber auch ein paar neutrale Farben sind dabei. Insgesamt gibt es auch ein Kästchen, großes Regal und Schreibtisch sowie zwei 3-in-1-Regal, Fernseher und Stereoanlage. Im Erstelle einen Sim-Modus gibt es ebenfalls ein paar ganz coole und gemütliche neue Objekte, die laut den Entwicklern im Hügelstil gestaltet wurden. Im Gegensatz zum Baumodus sind hier eher überwiegend dunkle und natürliche Farben zu finden, aber natürlich sind hier trotzdem einige bunte Optionen dabei. Interessanterweise gibt es alle Frisuren für die Erwachsenen, so auch für die Kinder und Kleinkinder, was es vorher in anderen Packs nicht so gab. Damit wären wir auch am Ende der Zusammenfassung angekommen. Was denkt ihr über die neuen Infos? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.